Sehr verehrter Herr Präsident, lieber Herr Kreuzer, liebe Frau von der Decken, ganz herzlichen Dank für das außerordentlich herzliche und viel zu liebenswürdige Willkommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in dieser Vortragsreihe heute sprechen zu dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich habe Ihnen, um die Struktur meines Vortrags und das Verfolgen etwas zu erleichtern, ein paar ausgedruckte Gliederungen mitgebracht, die, was erfreulich ist, wahrscheinlich nicht ganz ausreichen werden, aber vielleicht können Sie gemeinsam hineinlugen. Und außerdem will ich natürlich auch versuchen, dass die Struktur dieser Präsentation auch so präsent wird. Ich werde auf eine mediale Unterstützung, einen PowerPoint-Vortrag verzichten und quasi ganz klassisch für Juristen ist das auch im 21. Jahrhundert nicht völlig untypisch, versuchen durch einen Vortrag ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und Reflexionsimpulse zu provozieren. Mein erster Punkt on Global Justice, konzeptionelle Vorbemerkungen. Der Titel des Vortrages on Global Justice stammt nicht von mir, sondern ist einem Buch, mittlerweile einem relativ berühmten Buch von Matthias Risse entlehnt. In diesem Buch geht Risse auf zwei unterschiedliche Gerechtigkeitsdiskurse ein, die die Bezugsgröße und den Referenzrahmen auch des heutigen Vortrags bilden könnten. Das erste Konzept ist ein staatszentriertes Konzept. Ich darf zitieren: Statists believe that principles of justice can only be held among those who share a state. Those who fall outside this realm are merely owed charity. Gerechtigkeit, also ein Strukturprinzip, das unter Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern wirkt. Wer zu dieser zugehörigen Gemeinschaft nicht gehört, der darf nicht auf Gerechtigkeit, sondern allenthalben auf so etwas wie Barmherzigkeit, soziale Unterstützung, Charity im weiteren Sinne hoffen. Der zweite Ansatz ist ein kosmopolitisches Prinzip und ich darf auch hier zitieren: Cosmopolitans on the other hand believe that justice applies equally among all human beings. Also das völlige Gegenteil, ein menschheitlich orientierter Gerechtigkeitsgedanke, der das Gerechtigkeitsprinzip von der Gleichheit der naturgegebenen Gleichheit des würdebegabten Individuums deckt. Matthias Risse versucht, dem einen dritten Ansatz gegenüberzustellen und er betont, dass diese dichotomische Gegenüberstellung von staatlich oder kosmopolitisch wie die meisten binären Strukturen letztlich zu kurz greift. Er versucht, einen anderen Akzent zu setzen. Er betont Humanity's collective ownership of the earth, so eine Art Allmende, ein Weltgemeinbesitz, jedenfalls von gewissen Gütern, die der ganzen Menschheit gehören sollen. Was er hiermit versucht zu etablieren, ist eine Theorie globaler distributiver Gerechtigkeit. Er nennt das Pluralist Internationalism und er versucht, unterschiedliche Kontexte herauszuarbeiten, in denen diese Prinzipien der distributiven Gerechtigkeit unterschiedliche Anwendung finden können. Was mich an diesem Ansatz besonders interessiert und was ich in meinem Vortrag zunächst aufgreifen möchte, ist die Menschheitszentrierung, Common Ownership of Humanity, die sich im gerechtigkeitsorientierten Ansatz von Risse wiederfindet. Damit bin ich beim zweiten Punkt meines Vortrages, nämlich der Frage, welche Rolle eigentlich die Menschheit im Völkerrecht spielt, ob sie als deren erster, letzter oder vielleicht als gar kein Geltungsgrund dieser Völkerrechtsordnung bezeichnet werden kann. Wer das Völkerrecht vom Menschen respektive von der Menschheit her denken will, findet, Sie werden nicht überrascht sein, in Immanuel Kants philosophischem Entwurf zum ewigen Frieden einen wegweisenden Klassikertext und in einem deutschen Staatsrechtslehrer Peter Heberle einen durchaus engagierten Wegbereiter. Es genüge heute nicht mehr, so schreibt Heberle, das Völkerrecht schlicht als Recht der Staaten oder der Völker als bloßes Zwischensouveränitätenrecht zu begreifen. Vielmehr sei es notwendig, das Völkerrecht als Menschheitsrecht zu denken, das alle Menschen friedlich zusammenführend Schutz verleiht, in ihnen bzw. in den Menschenrechten den letzten Grund hat.
Heberle betont bei aller Differenz die Einheit des Menschengeschlechts und variiert die berühmte Formel des Verfassungskonvents von Herrn Chiemsee, wonach der Staat um des Menschen willen da sei und nicht der Mensch um des Staates willen, mit einem völkerrechtsspezifischen Akzent. Auch das Völkerrecht sei um des Menschen willen da. Das ist, glaube ich, eine Ausgangsthese, der sich viele anschließen können und eine Grundthese, die letztendlich jeder Art von Rechtsordnung zugrunde liegt. Normative Ordnungsentwürfe sind niemals Selbstzweck, sondern sie stehen instrumental im Dienste derer, die in der geordneten Gemeinschaft leben dürfen, respektive leben müssen. Hinter dem Fortschrittsnarrativ einer kontinuierlichen Humanisierung des Völkerrechts verbirgt sich nichts anderes als Kants Formel, wonach der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauch für diesen oder jenen Willen existiere und deshalb in allen seinen, sowohl auf sich selbst als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen, jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden müsse. Der kategorische Imperativ klingt in ihren Ohren mit an. Der Mensch ist daher in diesem Kantschen Konzept, in diesem aufklärungsphilosophischen Konzept, der erste und letzte Grund allen Rechts und damit jeder Rechtsordnung, das heißt auch der Völkerrechtsordnung. Aus diesem Grunde mögen die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschheit als solcher auch geeignet sein, eine materielle Rechtsquelle auszubilden, wo es im Völkerrecht an einer Single Overarching Authority fehlt und die normativ verbindlichen Regelungen nicht auf einen einheitlichen Souverän, einen zentralen Weltgesetzgeber zurückgeben. Das Zitat von der Single Overarching Authority stammt von einem berühmten internationalen Richter und verweist eben genau darauf, dass Völkerrechtssetzung anders funktioniert als staatliche Rechtssetzung. Im Staat haben wir das Parlament, haben wir die in der Verfassung festgelegten Verfahren als ein einheitliches Gesetzgebungsverfahren. Es gibt kein Weltparlament, es gibt keinen Weltgesetzgeber. Rechtliche Regelungen müssen anders generiert werden, primär durch völkerrechtliche Verträge, durch Gewohnheitsrecht, durch allgemeine Rechtsgrundsätze und Ähnliches. Und deshalb könnte man als das verbindende gemeinsame materielle Moment in dieser Lesart durchaus eine Art Gerechtigkeitstheorie des Völkerrechts denken. Die in der Völkerrechtsordnung wirksam werdende legitimierende Kraft, the power of legitimacy, so ließe sich folgerichtig argumentieren, hinge damit von einer Humanisierung des Völkerrechts ab. Ich zitiere wieder, einer humanization of international law, in which human rights constitute the basic foundation of the legal order, Antonio Candado Trinidade, Richter am Internationalen Gerichtshof. Die Menschenrechte wären die konstitutionelle Grundlage einer solchermaßen vom Menschen her legitimierten Ordnung. Die Menschheit als solche wäre ihr erster und letzter Bezugspunkt, ihre Prima und zugleich ihre Ultima Causa. Die relevanten Bedürfnisse der Menschheit oder noch basaler formuliert, die Dinge, die die Menschheit insgesamt angehen, sind vielfältig und sie berühren, womit wir im Kern des heutigen Themas wären, Bedürfnis und damit Gerechtigkeitsfragen. Mein dritter Punkt, die Idee der Gerechtigkeit im Völkerrecht, die man von diesem menschheitszentrierten, menschheitsorientierten Denken her entwickeln und ausgestalten kann. Die Texte des positiven Völkerrechts, das mag Sie vielleicht überraschen, sind durchaus gerechtigkeitsbewusst. Wenn wir in die Charta der Vereinten Nationen hineinschauen, sehen wir schon in der Präambel einen Text, der die Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen in einem Atemzug nennt. So nimmt das Völkerrecht Bezug auf die für sein Regime ganz typische Vertragsgerechtigkeit. Artikel 1 Absatz 1 Nummer 1 der UN-Charta stellt die Gerechtigkeit und das Völkerrecht selbstständig nebeneinander. Die Gerechtigkeit ist also etwas Zusätzliches, ein Maßstab, an dem sich das gesetzte Recht messen muss. Nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts heißt es dort.
Dieser Artikel stellt auf diese Weise sehr bewusst auf die philosophische Tradition Kants, die wir gerade besprochen haben, ab. Er stellt bewusst ab auf die Grundfrage nach dem Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit und er gibt eine erste Teilantwort, da die überpositive Dimension der Gerechtigkeit das positive Völkerrecht und das Völkergewohnheitsrecht ergänzt, mitunter korrigiert, vielleicht sogar relativiert. Die Reihe solcher Textbeispiele ließe sich fortsetzen, aber ich will Ihnen wirklich nur wenige Schlaglichter geben, da, glaube ich, so eine erbsenzählende Exegese sehr schnell zu Ermüdungserscheinungen führen könnte. Das Gerechtigkeitspostulat, von dem ich gerade in den Texten gesprochen habe, ist auch in der völkerrechtlichen Judikatur außerordentlich präsent. So hat der Internationale Gerichtshof in einer berühmten Entscheidung, dem Continental Shelf Case, Tunesien gegen Libyen, ausgeführt: Equity as a legal concept is a direct emanation of the idea of justice. The court whose task it is by definition to administer justice is bound to apply it. Ein interessantes Selbstverständnis eines internationalen Gerichtshofs, to administer justice, nicht Recht zu sprechen, sondern Gerechtigkeit zu verwalten, der Gerechtigkeit zu dienen, der Gerechtigkeit Wirksamkeit zu verschaffen. Im gleichen Fall umschreibt der gleiche internationale Gerichtshof Gerechtigkeit als ein Ziel des Völkerrechts und als Orientierungswert bei der Auslegung internationaler Verträge. Ich zitiere wieder: When applying positive law, the court may choose among several possible interpretations of the law the one which appears in the light of the circumstances of the case to be closest to the requirements of justice. Eine außerordentlich interessante Formulierung, die freilich voraussetzungsreich ist, weil sie unterstellt, ein Gericht könne das, eine Entscheidung zu treffen, die den Anforderungen der Gerechtigkeit am nächsten kommt. Trotz solcher ermutigender Funde kennt das Völkerrecht, ohne sich insoweit fundamental von anderen Rechtsgebieten zu unterscheiden, allerdings keinen allgemein verbindlichen, definitorisch klar umrissenen Gerechtigkeitsbegriff. Völkerrechtliches Gerechtigkeitsdenken setzt sich vielmehr aus Teilelementen materieller und prozeduraler, verteilender und austeilender Gerechtigkeit, aus den Gerechtigkeitsprinzipien von Equity und Fairness, wie sie John Rawls ausbuchstabiert hat, zusammen. Insbesondere, das hatte ich schon erwähnt, der Idee der Vertragsgerechtigkeit, Pacta sunt servanda, als Geburtsparadigma des modernen Völkerrechts, insbesondere dieser Idee kommt also große Bedeutung zu. Die Gerechtigkeitsdebatte kann auch im Völkerrecht auf die aristotelische Trennung von Justitia distributiva und Justitia commutativa anknüpfen, auf sie zurückgreifen. Es kann an prozedurale Gerechtigkeitsmodelle und an materielle Gerechtigkeitsmodelle denken. Das Prinzip der Equity, der Billigkeit, ist eine Konkretisierung des Gerechtigkeitspostulats und es erfüllt eine Komplementärfunktion zum Recht, ist diesem aber auch immanentes Kriterium und Auslegungsprinzip. Schließlich ist der gerechte Ausgleich von Leistung und Gegenleistung im Vertrag, das heißt das vertragliche Äquivalenzdenken bis hin zur Reziprozität, ein typisches Moment völkerrechtlichen Gerechtigkeitsdenkens. Willkürverbot, Vertrauensschutz und der Grundsatz bona fides, Treu und Glauben, ermögen und ermöglichen vertragliches Sich-Vertragen. Damit habe ich Ihnen viele mögliche Maßstäbe für Gerechtigkeitskonzepte und Gerechtigkeitsüberlegungen im Völkerrecht genannt. Aber vielleicht ist Ihnen schon ein erstes Defizit meiner sehr vorläufigen und kursorischen Bestandsaufnahme aufgefallen. Ich habe Ihnen Konzepte und Ansätze geliefert, die aus einer westlichen europäischen Brille stammen. Man hat hier das klassisch europäische Völkerrecht, das historisch auf die Universitas Christiana zurückgeht, das in der griechischen Antike seine ersten Vorbilder findet, das von Hugo Grotius ausformuliert und ausbuchstabiert wird, zum Gegenstand gemacht. Ob wir mit aristotelischem Gerechtigkeitsdenken
in ganz anderen Weltgegenden auch reüssieren können, ist eine offene Frage. Ganz gewiss ist aber, dass ein Publikum in China oder ein Publikum in Japan, ein Publikum vielleicht auch in Lateinamerika, in Indien, in Russland, ein Publikum vielleicht sogar in anderen europäischen Mitgliedstaaten andere Assoziationen mit aristotelischen Gerechtigkeitsbegriffen verbinden würde, vielleicht gar keine Assoziationen damit hätte. Man müsste, wenn man die völkerrechtliche Gerechtigkeit durchbuchstabieren wollte, im wahrsten Sinne des Wortes sehr tief und multikulturell einsteigen. Man müsste sich mit den Gerechtigkeitsmodellen der Weltreligionen auseinandersetzen, mit Gerechtigkeitsdenken der Weltkulturen. Man müsste in den Buddhismus gucken, in den Shintoismus, in das Judentum, in den Islam. Man müsste die Gerechtigkeitsmodelle von Ideologien hinterfragen. Wie sieht das in der vormals sozialistischen Staatenwelt aus? Was ist davon noch übrig geblieben? Gibt es Gerechtigkeitsmaßstäbe in so gerechtigkeitsfernen Regimen wie Nordkorea? Man müsste sich fragen, käme man überhaupt mit den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in einen Gerechtigkeitsdiskurs, wo alle dieselbe Sprache sprechen? Und ich meine jetzt nicht, dass sich alle miteinander auf Englisch verständigen können, was wenig überraschend gelingen dürfte. Aber ob sie dasselbe meinen, wenn sie von Justice sprechen, wäre mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Deshalb möchte ich meinen folgenden Überlegungen einen weit weniger anspruchsvollen, aber dann doch anspruchsvollen Gerechtigkeitsbegriff zugrunde legen. Worum wir in Gerechtigkeitsdiskursen ringen, ist letztendlich eine Verteilungsfrage und es ist eine Teilhabefrage. Ich zitiere hier einen deutschen Staatsrechtslehrer, der einen völkerrechtlichen, einen Gerechtigkeitsbegriff daran festgemacht hat, dass es um die gerechte Verteilung von Ressourcen und von Lebenschancen als Voraussetzung für ein gutes Leben ginge. Ich finde das einen sehr interessanten Gerechtigkeitsbegriff. Zunächst einmal ist das noch keine Definition, weil mit der Formulierung von der gerechten Verteilung ich ja noch nicht definiert habe, was gerecht eigentlich meint. Aber die gerechte Verteilung lässt sich hier leicht herunterbrechen auf eine gleiche, jedenfalls chancengleiche Verteilung, die sich dann in den Chancen wiederfindet. Dieser Gerechtigkeitsmaßstab ist sicherlich nicht der allein gültige. Dieser Gerechtigkeitsmaßstab kann nicht einmal allgemein Verbindlichkeit beanspruchen, aber ich glaube, dieser Gerechtigkeitsmaßstab hat die Chance, international diskursfähig zu sein. Über diese Frage, über die Verteilung von Lebenschancen und von Ressourcen im Weltmaßstab kann man miteinander ins Gespräch kommen. Darum ringen heute die Staaten auf den unterschiedlichsten Feldern und auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und diesen Maßstab der gerechten Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen im Weltmaßstab als Voraussetzung des guten Lebens, wenn ich von gutem Leben spreche, ist sozusagen die griechische Philosophie Euzän mit angedacht, aber vielleicht auch das Pursuit of Happiness, das Ihnen aus der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht bekannt vorkommen könnte. Die Suche also nach einer Lebenschance, wo ich gut in Verwirklichung meiner Freiheit leben kann und alle Möglichkeiten und Chancen bekomme, die ich dafür brauche. Lassen Sie uns gemeinsam im vierten Teil zu den Ausdifferenzierungen der Gerechtigkeitsidee anhand spezifischer Referenzfelder überprüfen, ob dieser Maßstab der gerechten Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen im Weltmaßstab tauglich ist. Ich verspreche Ihnen jetzt schon, das Bild wird ambivalent sein. Manche Tauglichkeit und manche Untauglichkeit wird sich herausstellen und die Vermessung der völkerrechtlichen Welt wird auch hier keine eindeutigen Antworten, aber hoffentlich Kommunikations- und Diskursangebote geben können. Das erste Referenzfeld, das ich ansprechen möchte, ist eines der heute drängendsten, das Umweltvölkerrecht. Morgen fürchtet sich die Hamburger Innenstadt vor einem großen Verkehrschaos, weil Black Friday und Fridays for Future, also zwei Gegenwelten, aufeinandertreffen. Fridays for Future kann sich einen großen Gerechtigkeitsbegriff und einen Gerechtigkeitspathos vielleicht auf die Fahnen schreiben, der Black Friday weniger, weil es hier um
billiges Schnäppchenjagen geht, aber, und das ist sozusagen mehr als nur eine kecke Provokation zur Einstimmung, vielleicht steckt hinter diesem Gedanken, Dinge möglichst billig bekommen zu können, auch so etwas wie eine Gerechtigkeitserwartung. Warum haben wir uns angewöhnt, das eine, was wir moralisch positiv beurteilen, im hehren Diskurs einer Weltgerechtigkeit und das andere sozusagen im Schatten eines billigen Amerikanismus? Einen Black Friday brauchen wir gar nicht, denn wir haben ja auch kein Thanksgiving. Dieser Freitag ist bei uns kein Brückentag. Dass er eingeführt wurde, ist letztendlich eine spannende Globalisierungskonsequenz. Bis vor ein paar Jahren kannten wir ihn nicht. Aber das Internet zwingt auch die hiesigen Geschäftsleute dazu, ihn einzuführen, weil online alles billiger ist. Und wenn man die Leute in die Läden locken will, damit man selber noch eine Existenzmöglichkeit hat, braucht man das. Und somit steckt hinter diesem banalen Ereignis morgen eine doppelte Gerechtigkeitsfrage, nämlich die nach sozialen und ökonomischen Gerechtigkeitsbedingungen und die nach der Umweltgerechtigkeit. Mit der ersten möchte ich beginnen, denn der Nachhaltigkeitsgrundsatz ist vielleicht derjenige, wo modernes Gerechtigkeitsdenken im Völkerrecht am stärksten greifbar wird. Der Nachhaltigkeitsgrundsatz, sehr simpel heruntergebrochen, stammt aus der Forstwirtschaft, wo man gelernt hat, schon im 18., schon im 17. Jahrhundert, dass Bäume nur langsam nachwachsen. Wenn Sie Waldbesitzerin oder Waldbesitzer sind, sind Sie schlecht bestellt, wenn Sie Ihren ganzen Bestand auf einmal umhauen, viel Geld machen und im nächsten Jahr und in den nächsten 50 Jahren nackt dastehen. Ja, wenn Sie ein Feld bestellen, Rüben oder Weizen oder so etwas, da funktioniert das. Mit dem Wald funktioniert das nicht und deshalb muss man hier sehr sorgfältig sein und man muss nachhaltig denken, dass die Bäume so gefällt und nachgepflanzt werden, dass ihnen immer der ungefähr gleich große Waldbestand zur Verfügung steht, wenn sie davon leben wollen. Das ist der Ursprung des Nachhaltigkeitsdenkens, ein schonender Umgang mit Ressourcen, der möglichst wenig von diesen Ressourcen verbraucht und der diese Ressourcen für zukünftige Generationen erhält. Damit sind wir beim zentralen Gerechtigkeitsmotiv des Nachhaltigkeitsprinzips, der intergenerativen oder intergenerationellen Gerechtigkeit, dass gegenwärtige Generationen nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen leben. Allein dieser Gerechtigkeitsbegriff, meine Damen und Herren, wäre einen ganzen Abend und vielleicht eine eigene Vorlesungsreihe wert. Denn so selbstverständlich und wahrscheinlich auch sympathisch er uns erscheint, ist er dennoch nicht selbsterklärend. Warum sollen wir als egoistische Gegenwartsmenschen nicht alles verbrauchen können? Warum sollen wir es bewahren für die zukünftige Generation? Steckt da ein religiöses Motiv dahinter, dass wir diese Erde nur als Darlehen anvertraut bekommen haben, das wir erhalten müssen? Oder aber ein ganz utilitaristisches Moment, dass wir sagen, wer soll uns denn im Alter pflegen, wenn es keine nachkommenden Generationen gibt, die eine ökonomische Grundlage haben? Also vielleicht weniger hehre Gerechtigkeit, sondern purer Egoismus, dass wir sagen, auch für die Nachgeborenen soll etwas übrig bleiben. Und wenn es um Abwägungsprozesse geht, wie viel dürfen die Gegenwartsmenschen denn verbrauchen für sich selber? Vielleicht auch, um gleiche Lebenschancen zu erhalten. Und da sind wir mittendrin in großen Gerechtigkeitsthemen des Völkerrechts. Wenn Sie an die sich entwickelnden Staaten denken, im globalen Süden zum Beispiel, dann wird man diese intergenerationelle Gerechtigkeit dahingehend mit einem großen Fragezeichen versehen und sagen, ihr Staaten des Westens erzählt uns nun, dass wir unseren brasilianischen Regenwald, unsere Bodenschätze, unsere Naturschätze weniger intensiv ausbeuten können, als ihr das getan habt, um euer jetziges Niveau zu erreichen. Das ist nicht gerecht, sondern das ist das Gegenteil von gerecht, das ist ungerecht. Wir möchten jetzt auch ausbeuten, wir wollen jetzt auch der Exploitation folgen und wenn wir auf einem gemeinsamen Standard sind, dann können wir über diesen gemeinsamen Maßstab sprechen. Die Staaten des globalen Nordens entgegnen, das ist schön und gut, aber dann ist es viel zu spät. Dann nämlich ist die Klimakatastrophe längstens eingetreten, wenn wir sie überhaupt noch verhindern können. Deshalb versucht das Völkerrecht, eine interessante Antwort gerade auch auf diesen intergenerationellen Aspekt zu geben, indem es sagt,
Alle Staaten dieser Welt haben eine gemeinsame Verantwortung, eine Common Responsibility für die Umwelt. Aber da diese Staaten unterschiedlich leistungsfähig und unterstaatlich und unterschiedlich leistungsstark sind, sind diese Responsibilities differentiated. Common but differentiated responsibility ist der völkerrechtliche Begriff für dieses Denken, das versucht, die Bedürfnisse und Notwendigkeiten in den Ländern des globalen Südens mit den intergenerationellen Gerechtigkeitserwartungen des globalen Nordens in Ausgang zu bringen, in Einklang zu bringen, und das anerkennt, der globale Norden hat profitiert vom Zeitalter des Kolonialismus. Unseren Wohlstand verdanken wir ein Stück weit auch dem, was im 19. Jahrhundert geschaffen worden ist und wofür wir uns heute schämen, was wir jedenfalls nicht als ein glückliches Teil unseres westlich-abendländischen Erbes begreifen. Aber der ökonomische das ökonomische Plus ist geblieben. Das kann man auf diese Art und Weise auszugleichen versuchen. Das ist eine der entscheidenden Debatten. Nur werden Sie feststellen, dass sehr schnell auch die Frage auftaucht, wer von den Staaten des globalen Südens bzw. den anderen Entwicklungsländern verdient denn noch diese differenzierte Behandlung? Erinnern Sie sich an die Argumente Trumps, warum er aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist, unter anderem mit der Behauptung, dass China viel zu gut wegkomme, viel zu gut behandelt werde, weil China für sich noch den Entwicklungslandstatus einfordert, ohne Entwicklungsland zu sein. Und auch hier kommen wir sehr schnell an die Grenzfragen dessen, wie wir Entwicklungsland einordnen und definieren können. Ist das eine Trumpsche Lüge oder aber hat er ein Stückchen weit recht mit der Kritik? Wenn Sie durch Shanghai laufen, werden Sie kaum auf den Gedanken kommen, dass Sie sich in einem Entwicklungsland befinden. Da haben Sie das Gefühl, dass der Entwicklungsbedarf in Hamburg größer ist. Die öffentlichen Verkehrsmittel dort funktionieren irgendwie besser, schneller, sauberer, sind pünktlicher und haben noch viele andere Vorteile. Wenn Sie sich in China auf dem Land befinden, werden Sie ein völlig gegenläufiges Bild haben. Also was ist der Maßstab? Welche Kategorien? Man wird sehr schnell erkennen, dass sich absolute Gerechtigkeitsmomente und Gerechtigkeitsdefinitionen hier nicht finden. Aber ich glaube, der Ansatz genau dieser Common und Differentiated Responsibilities ist ein Stückchen weit durchaus zu erklären mit dem Gedanken, dass gleiche und gerechte Lebenschancen auch für zukünftige Generationen im Weltmaßstab erhalten werden sollten und dass man dafür ganz pragmatische Mechanismen finden sollte, die auch funktionieren. Damit bin ich bei meinem zweiten Referenzfeld, das sehr nahe am ersten Referenzfeld liegt, dem Entwicklungsvölkerrecht, das in der Tat eine sehr spannende Gerechtigkeitsfrage auch stellt. Das Entwicklungsvölkerrecht lebt ein Stückchen weit ja von dem Gedanken, dass die Staaten, die mehr haben, mit denen teilen, die weniger haben und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Es ist freilich längstens nicht mehr dieses Wohltätigkeitsmotiv, die Reichen geben und halten die, die nicht so viel haben, damit trotzdem in Abhängigkeit. Modernes Entwicklungsvölkerrecht denkt an Hilfe zur Selbsthilfe, an Empowerment, daran, die Staaten in eine Lage zu versetzen, dass sie sich selbst entsprechend versorgen, die Ressourcen, die Möglichkeiten, die technischen Infrastrukturen schaffen können. Aber am Ende des Tages geht es im Entwicklungsbereich doch um Geldtransfer. Und dieser Geldtransfer, meine Damen und Herren, ist in der Tat eine Gerechtigkeitsfrage. Denken Sie an die Ausgangsüberlegung von Risse, die ich Ihnen vorgestellt habe. Wenn Gerechtigkeit etwas ist, was nur innerhalb der staatlichen Gemeinschaft zwischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gilt und nach außen hin wir nur über Charity nachdenken, dann wird auf einmal die Frage, ob wir das Geld, das unsere Steuerzahler bezahlt haben, in Afrika, in Lateinamerika oder in Asien investieren dürfen, zu einer Gerechtigkeitsfrage. Man kann nämlich, und das ist eine sehr provokative These, behaupten, wenn Gerechtigkeit auf die Nähren der Nachbarn begrenzt ist, wenn wir sie rein staatlich denken, dann müssen wir zunächst einmal den innerstaatlichen Ausgleich schaffen, dann müssen wir innerstaatlich jene Gleichheit der Lebenschancen herstellen und erst dann dürfen wir an die anderen denken. Und wenn wir das ein bisschen perfektionistisch ausbuchstabieren, werden Sie sofort sehen, dann werden wir nie an die anderen denken, weil das Geld, das wir haben, für eine völlige gleichwertige Herstellung von Lebenschancen allein im innerstaatlichen Bereich wahrscheinlich nicht ausreicht. Ist also moderne Entwicklungspolitik ungerecht, vielleicht nur barmherzig?
ist das, wenn wir im biblischen Gleichnis vom verlorenen Sohn, barmherzigen Vatern, den zwei Brüdern oder wie auch immer Sie es nennen wollen, der Vater, der sozusagen dem braven Jungen die kleine Gabe und das kleine Lämmchen vorenthält und für den bösen Sünder das Kalb schlachtet, tun wir das, wenn wir so agieren? Ist das Barmherzigkeit oder ist das Gerechtigkeit? Ich will gar keine letztverbindliche Antwort auf diese Frage geben, aber ich will das einmal so als geistiges Juckpulver ein bisschen in den Raum streuen, weil die Antwort eben nicht so naheliegend ist, wenn wir sie grundsätzlich gerechtigkeitsphilosophisch durchdenken. Dass Entwicklungszusammenarbeit und Unterstützung sich entwickelnder Staaten sinnvoll ist, auch in einem ganz utilitaristischen Sinne sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir tun das auch sehr aus eigennützigen Gründen, weil wir globale Wirtschaftspartner haben wollen, weil wir uns vor Migration fürchten, weil wir gucken müssen, dass die Menschen dort, wo sie leben, sich gut selbst versorgen können. Die Frage ist aber, ist das eine Gerechtigkeitsfrage? Arbeiten wir anhand von Gerechtigkeitsmaßstäben oder anhand von anderen Maßstäben? Wenn es um die gleiche Verteilung von Lebenschancen im Weltmaßstab geht, dann wird man das Entwicklungsvölkerrecht sicherlich als eine Verwirklichung von Gerechtigkeitsideen verstehen dürfen. Wenn man die gleiche Verteilung von Lebenschancen als staatlich begrenzt und limitiert denkt, wird man das Entwicklungsvölkerrecht mit eben denselben Maßstäben nicht erfassen können. Das dritte Referenzgebiet bereitet uns noch viel größeres Kopfzerbrechen, nämlich das Migrations- und das Flüchtlingsrecht. Meine Ausgangsthese, dass jeder die gleichen Lebenschancen verdiene, hat hier schon revolutionäre Sprengkraft. Denn wenn ich das konsequent zu Ende denken würde, hieße das letztendlich ein Weltbürgertum und eine Welt offener Grenzen. Denn wenn jeder tatsächlich die gleichen Lebenschancen haben soll, dann impliziert das radikal gedacht, dass er sie auch dort suchen und verwirklichen kann, wo die Rahmenbedingungen am besten sind. Dass das nicht funktioniert, dass ein solches Völkerrechtsszenario rein utopisch ist, liegt, glaube ich, auf der Hand, aber wir müssen das, wenn wir es in dieser Radikalität ansprechen, als Gerechtigkeitsbedingung uns einmal vor Augen halten. Wenn wir hingegen sagen, dass eine staatlich geordnete Welt, in der es Grenzen gibt, die kontrolliert werden können, müssen und dürfen, in der Einwanderung, Zuwanderung kontrolliert wird, in der Flüchtlingsrecht rechtlichen Standards und Regimen folgen will, dann müssen wir uns eine ganz andere Gerechtigkeitsfrage stellen, nämlich die Frage, ob die Last, die die einzelnen Staaten, die flüchtende Menschen aufnehmen, ob diese Last zwischen den Staaten solidarisch verteilt werden soll. Die Debatte in der Europäischen Union ist Ihnen, glaube ich, nur allzu bewusst und allzu geläufig. Das Dublin-System, das das europäische Flüchtlingsrecht etabliert, wird einer solchen Erwartung nicht gerecht. Denn das Dublin-System sagt, dass die äußeren Grenzanrainerstaaten, die Erstaufnahmestaaten, das Asylverfahren abwickeln und die Menschen aufnehmen müssen und dass die anderen zur Aufnahme und Verteilung nicht verpflichtet sind. Dieses System war für die Bundesrepublik Deutschland lange eine bequeme Antwort, weil, wenn Sie unsere geopolitische Lage angucken, es ist hoch unwahrscheinlich, dass ein Flüchtling auf dem Landwege zu uns kommt, ohne einen sicheren Drittstaat durchquert zu haben. Es ist vollständig ausgeschlossen auf dem Landweg. Auf dem Seeweg, meine Damen und Herren, ist es auch unwahrscheinlich, dass man die Flüchtlingsrouten nun so ausweitet, dass sie in Cuxhaven, in Hamburg oder in Bremerhaven mit ihrem Flüchtlingsschiff landen. Dort ist, und das ist nicht zynisch gemeint, das ist, man muss das ganz ernst angucken, dort ist noch kein Flüchtlingsschiff angelandet und dort wird auch keines anlanden, außer wir haben irgendwann mal ganz andere Fluchtbewegungen, die aus dem Norden kommen. Nach Deutschland kommen sie mit dem Flugzeug. Und dafür brauchen Sie ein Visum, da haben Sie einen Grenzkontrollprozess hinter sich und Sie haben die finanziellen Möglichkeiten, dieses Ticket zu bezahlen. Das Dublin-System ist trotzdem auch durch die entschiedene Politik der Bundesrepublik Deutschland ein Stück weit zu Fall gebracht worden, durch die Aufnahme, durch das freiwillige Selbsteintreten in der Flüchtlingskrise 2015 und hat gezeigt, dass dieses Dublin-System so absurd ist, weil die Herausforderungen von modernen Massenfluchtphänomenen so nicht bewältigt werden können. Wir brauchen also eine neue Ordnung, ein neues flüchtlingsrechtliches Regime, um das das Völkerrecht intensiv ringt. Und das ist ein vermintes Terrain, weil hier sehr stark
in politischen Extremen und sehr stark mit Ideologien und nicht unbedingt in Kategorien von Gerechtigkeitsbedingungen verhandelt und diskutiert wird. Wenn wir uns die Weltlage anschauen, meine Damen und Herren, werden wir sehen, dass Migration eines der beherrschenden Zukunftsthemen werden wird. Wir erwarten, dass am Ende dieses Jahrhunderts etwa 4 Milliarden Menschen mehr auf der Welt sein werden, vielleicht noch mehr. Und wir erwarten, dass sie hauptsächlich in Weltgegenden zur Welt kommen werden, in denen die Lebensbedingungen nicht die besten sind. Im Gegenteil, in Weltgegenden, in denen die Lebensbedingungen aufgrund des Klimawandels immer schlechter werden. Dürre, untergehende Inseln etc. sind ein zentrales Problem. Wir werden unter Umständen in einem Jahrhundert, dem 21., mit Migrationsbewegungen unvorstellbaren Ausmaßes konfrontiert sein, auf die Antworten, sollen wir nun Grenzen schließen oder öffnen, gewiss nicht genügen werden, weil man die Grenzen nicht einfach öffnen kann, das ist steuerungstechnisch unmöglich, und weil man sie nicht einfach geschlossen halten kann, weil der äußere Druck viel zu stark ist. Man wird neuere und klügere Regime brauchen, und bei der Ausverhandlung dieser Regime erscheint es mir eine sinnvolle Idee zu sein, über Gerechtigkeitsmaßstäbe, über die Frage der gleichen Verteilung von Ressourcen und Lebenschancen im Weltmaßstab nachzudenken. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eine Aufgabe, die durchaus gelingen kann. Mein viertes Referenzgebiet führt uns wieder enger hinein nach Europa und in die Welt der Staatsschulden, globalen Finanzkrise seit 2007, 2008. Der Gedanke zwischenstaatlicher Solidarität, insbesondere dann, wenn Staaten notleidend geworden sind, weil sie zu viele Schulden gemacht haben. Die Frage, wie solidarisch sollen die Mitglieder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion miteinander umgehen, ist da ein Verbot des Bailout, des Unterstützens, des Transfers für Griechenland gegeben, oder aber ist das im Europarecht nicht verboten, im AIV, wo sich diese Regelungen finden, eine hohe und heiße und hitzige kontroverse Debatte über dieses Bailout, hinter der sich auch die Frage, wer soll Verantwortung tragen, welche Incentives sollen gesetzt werden und wie gestaltet sich das mit der gleichen Chancenverteilung im Weltmaßstab. Wenn wir Griechenland, Spanien, die Probleme in diesen Ländern ignorieren und sagen, geht euren eigenen Weg, wir kümmern uns nicht drum, haben dort junge Menschen unter Umständen sehr geringe Lebenschancen. Wenn wir diesen Ländern helfen, stellt sich die andere Gerechtigkeitsfrage, nämlich warum sollen diejenigen, die durch besseres Wirtschaften mehr erarbeitet haben, dieses mehr teilen? Ist das ein Gebot der Gerechtigkeit oder ist das ein Gebot der Barmherzigkeit? Sind wir auf einmal wieder angekommen in großen philosophischen Grundsatzdimensionen? Ist Solidarität ein Gebot sozialer Gerechtigkeit oder ist es ein Ausdruck von Barmherzigkeit? Wie überhaupt verstehen wir soziale Gerechtigkeit und was macht soziale Gerechtigkeit sozial? Ist es sozial, dass man dem Bedürftigen gibt, obwohl sie oder er ist in Anführungszeichen nicht verdient, oder ist es sozial, dass man das, was man sich selbst erarbeitet hat, durch eigene Leistung geschaffen hat, auch selbst behalten darf und über Ausgleichsmechanismen vielleicht nur nachdenkt, wenn auf der Empfängerseite jemand steht, der nie die Chance hatte, etwas zu verdienen? Das sind unglaublich provokative Fragen, die wir hinter den Emblemen von Solidarität und von sozialer Gerechtigkeit etc. aufbrechen sehen und die letztendlich einer Grundsatzdiskussion unter Philosophen, unter Rechtswissenschaftlern, unter Sozialwissenschaftlern bedürfte. Keine einfachen Fragen, auf die ich hier keine Antworten geben kann, die ich einfach nur aufwerfen möchte. Zwischenstaatliche Solidarität wirft noch eine andere Frage auf. Wer schuldet eigentlich wem diese Solidarität, wenn wir einmal unterstellen, sie sei tatsächlich Ausdruck von Gerechtigkeit, Ausdruck von Gerechtigkeitserwartungen? Ist dieses wechselseitige Schulden etwas, was nur zwischen Individuen geschehen kann? Ein Mensch dem anderen, wir müssen miteinander solidarisch sein. Das alte Ideal der Brüderlichkeit der Französischen Revolution heißt das, dass wir einander helfen müssen,
dass wir zueinander solidarisch sind oder können auch Staaten als juristische Personen mit anderen juristischen Personen, mit anderen Staaten solidarisch umgehen? Wer ist eigentlich der Adressat von Solidaritätserwartungen? Das Solidaritätsprinzip kann als negatives und als positives Prinzip gedeutet werden. Die negative Solidarität dahingehend verstanden, dass wir nur dann reagieren müssen, wenn ein Unglücksfall eingetreten ist, wenn ein schreckliches Ereignis stattgefunden hat und wir jemanden aus der Patsche helfen müssen. Die positive Solidarität als ein Instrument, das von vornherein Teilhaberechte generiert und die Lebenschancen im Weltmaßstab anders verteilt denkt. Ist Solidarität ein Prinzip, das uns hilft, gemeinsame Ziele zu verwirklichen? Ist Solidarität ein Prinzip, das auf gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte abstellt? Wie können wir Solidarität, wie können wir den Gemeinwohlgedanken, der hinter Solidarität steht, fassen? Wie können wir ihn einfangen? Auch das eine große Frage. Damit zu meinem letzten Punkt in dieser Aufzählung Gerechtigkeit und Gemeinwohl, die Frage nach einem Bonum Commune Humanitatis und nach den Global Commons. Im Völkerrecht gibt es eine Figur, die nennt sich Global Commons. Das sind Gemeingüter, die nicht einem Staat als solchem gehören sollen, sondern die der Menschheit insgesamt gehören. Da sind wir wieder beim menschheitlichen Ansatz. Zu diesen Global Commons rechnet etwa der Meeresboden, der Weltraum, die Antarktis. Gemeinsam nutzen, sie gehören niemandem Einzelnen. Da ist der Gerechtigkeitsmaßstab der gleichen Verteilung von Lebenschancen im Weltmaßstab sehr greifbar, weil es hier ganz wichtig ist, dass eben die hohe See von allen gemeinsam genutzt werden kann, dass die natürlichen Bodenschätze und Ressourcen auf dem Meeresboden vielleicht nicht nur von denen ausgebeutet werden, die heute schon technisch dazu in der Lage sind, dass im Weltraum nicht derjenige Schrott ablädt, der Weltraumschrott hat und dass die Antarktis vielleicht unter diesem Eise ungestört vor sich hin leben kann. The Frozen Commons hat ein Kollege ein wunderbares Buch betitelt. Sie können sich allerdings vorstellen, was passieren wird, wenn diese Frozen Commons auf einmal auftauen. Denn die Antarktis ist ein ökonomisch hochinteressantes Gebiet, unter dem ewigen Eis ruht manches, was den globalen wirtschaftlichen Akteuren des 21. Jahrhunderts sehr nützlich erscheint. Da mögen große Konflikte entstehen, wie diese Ressourcen nun auf einmal gerecht im Weltmaßstab verteilt werden. Können und sollen, haben da alle Staaten Anspruch drauf oder nur die Anrainerstaaten oder diejenigen, die sich bisher um die Antarktis gekümmert haben, eine ganz fundamentale und eine ganz zentrale Fragestellung. Aber allein hinter der Idee, dass es so etwas gibt wie ein Gemeineigentum, ein gemeinsames Erbe der Menschheit, steht wiederum dieser Glaube an gleiche und chancengleiche Verteilung von Ressourcen im Weltmaßstab und damit dann auch von Lebenschancen im Weltmaßstab. Das ist ein Moment, das ist ein Muster, wie man versuchen kann, Regime über solche rechtlich sehr schwer einzuhegenden Größen wie das Weltall, wie die Hohe See, wie die Antarktis zu ermöglichen. Führt das zu so etwas wie einem Weltgemeinwohl? Ist das eigentlich die Perspektive, über die wir denken und die Sie auch schon in der lateinischen Formulierung vom Bonum Commune Humanitatis etwa bei Völkerrechtlern der Scholastik, der spanischen Spätscholastik finden? Gemeinwohl haben wir uns angewöhnt, auch im staatlichen Kontext zu denken. Wenn wir von Gemeinwohl sprechen, dann denken wir an das Gemeinwohl innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dann denken wir an Verfahren zur Gemeinwohlkonkretisierung, an die Gemeinwohlverantwortung öffentlicher Akteure. Ob wir das Gemeinwohl europäisch ausbuchstabieren können und ob dieses europäische Gemeinwohl nationalen Interessen vorgeht, ist schon eine viel schwierigere Frage und sie wird unter Umständen andere Antworten finden. Ob wir Gemeinwohl im Weltmaßstab definieren können, ob wir Gemeinwohlinteressen identifizieren können, die der ganzen Menschheit gemeinsam sind, ist eine noch komplexere Frage.
Aber ich glaube, gerade die nachhaltigen aktuellen Umweltdebatten geben Anlass dazu, das jedenfalls für möglich zu halten, das in den Griff zu bekommen, darüber nachzudenken, weil es hier um Zukunfts-, um Überlebenschancen tatsächlich für alle geht. Ich glaube, das Umweltvölkerrecht und die gegenwärtig stattfindenden umweltpolitischen Aktionen werden die völkerrechtliche Gerechtigkeitsdebatte voranbringen und sie werden die völkerrechtliche Gerechtigkeitsdebatte in Zukunft noch stärker beherrschen, als das heute der Fall ist. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie gar nicht weiter mit meinem Vortrag langweilen und malträtieren, sondern ich möchte viel lieber mit Ihnen noch in die Diskussion und ins Gespräch kommen, weil ich Ihnen ja kein komplettes Bild, sondern ein Puzzle mit vielen Fragen präsentiert habe. Erlauben Sie vorher ganz kurz die folgende Schlussbemerkung. Gemeinsame Gerechtigkeitsperspektiven können nur Gemeinwohlinteressen der Völkerrechtsgemeinschaft als solcher sein, wie sie wiederum der Internationale Gerichtshof in einem berühmten Urteil der Barcelona-Traction-Entscheidung zum Paradigma globalen Miteinanders erhoben hat. Jeder Staat ist in die Verantwortung genommen, diesen Gemeinwohlinteressen nach seiner jeweiligen Leistungsfähigkeit zu dienen und sie nicht leichtfertig einzelstaatlichem Interessenkalkül zu opfern. Auch im Völkerrecht gilt Ciceros Salus Populi Suprema Lex, wenngleich es kein Weltvolk, aber doch eine Weltbevölkerung gibt. Aber nur kooperativ, Stichwort Multilateralismus, kann die Verwirklichung dieses Weltgemeinwohls gelingen. Der heute so bedrängte Multilateralismus ist deshalb, und das sei eine ganz zentrale These dieses Vortrags, eine Gerechtigkeitsbedingung des Völkerrechts, Vertragsgerechtigkeit in multilateralen Ordnungsregimen. Doch von der Multilateralismuskrise, also von der Geschichte von Trump und Co., sei ein andermal erzählt und, meine Damen und Herren, mit Gerechtigkeit hätte diese Geschichte ohnehin nichts zu tun. Vielen Dank.